So, meine Lieben, weiter geht's mit unserem wunderbaren Motivtuch. Ihr seht hier schon ein Zettel und einen Stift. Die brauchen wir heute. Und zwar machen wir uns heute Striche oder wir schnappen uns den Reihenzähler. So ein. Oder ein zum Drücken. Oder das ist vollkommen egal. Irgendeinen Reihenzähler. Ich bleibe jetzt mal schnell bei Zettel und Stift. So, wir sind auf unserer Musterseite. Wir stricken die erste rechts, ein Umschlag, 5 rechts, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt alle Maschen links bis auf die letzten 6, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, die nicht. Alle anderen links. Hängt euch hier einen Maschenmarkierer ein oder, nur keine runden. Also dann nehmt am besten einen vom Häkeln. So ein. 3, 4, 5, 6. Und den hänge ich mir jetzt hier so einfach an die Nadel. Weil einen festen können wir nicht machen, dadurch, dass sich die Maschen hier hinten immer um eins nach hinten verschieben. Hätten wir mit einem runden, mit einem festen echt Probleme. So, und jetzt werden alle Maschen bis zu dem Maschenmarkierer links gemacht. So, weiter geht's mit 5 Rechten. Halt rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Umschlag, eine rechts. So, wir machen auf unseren Zettel den ersten Strich. Alle Maschen werden rechts. Jetzt werden wieder einfach alle Maschen rechts abgestrickt. So, und da ihr dafür abgestimmt habt, dass ich auch die langweiligen Reihen drinne lasse, werdet ihr jetzt leider nochmal 2 Reihen mit dieser Art mit mir machen müssen. Das heißt, wieder Musterseite, die erste rechts, ein Umschlag, 5 rechte, 1, 2, 3, 4, 5. Wir schnappen uns wieder den Maschenmarkierer. Zehn von hier hinten 6 Stück ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da dazwischen setzen wir uns unseren Maschenmarkierer.
Und jetzt werden bis zum Markierer alle Maschen links gestrickt. So könnt ihr auch schön sehen, wie die Maschen nach vorne rutschen. So, Markierer wieder runter. 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Einen Umschlag und eine rechte. Zettel. Strichnummer 2. So, alle Maschen wieder rechts runter. So, wieder die Musterseite. Maschenmarkierer geschnappt. Wir zählen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da dazwischen hängen wir unseren Markierer ein. So, jetzt haben wir den Schritt schon vorbereitet. Die erste Masche rechts, Umschlag, 5 rechte, 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt wieder bis zum Markierer, alles linke Maschen. Na, ich glaube, da schwänzen wohl ein paar Kinder die Schule. So, Maschenmarkierer runter. 5 rechte. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Umschlag und eine rechte.
So, und jetzt werden wieder alle Maschen rechts abgestrickt. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn das Tuch wächst und das noch mehr Maschen dann werden auf der Rückreihe. Da schneide ich dann die Rückreihe wirklich raus, weil alles immer rechts abstricken. Das müssen wir uns dann nicht auf Dauer antun. Auch wenn ihr gesagt habt, lasst auch das Langweilige drin, aber da lasse ich das Langweilige auf der Musterseite drin. Und die Rückreihe, was ja wirklich immer nur alles rechts ist, nehme ich dann raus. So, noch zwei und die Reihe haben wir auch. So sieht das jetzt das Ganze jetzt aus. Also wie ihr seht, das Herzchen sieht man wirklich richtig toll. Und das ist dann die andere Seite. So, wieder auf der Musterseite. Die erste Masche stricken wir rechts. Dann machen wir einen Umschlag. 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Maschen links. 1, 2, 3, 4. Ein Umschlag. Wir stricken die nächsten beiden Maschen rechts zusammen. So, die beiden, die wir hier zusammengestrickt haben, zählt schon als 1. Wir brauchen insgesamt 21. Hier haben wir schon 1, das heißt jetzt 20 linke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 linke plus das eine, was wir hier zusammen gemacht haben, sind 21. Ein Umschlag. Die nächsten beiden stricken wir rechts zusammen. Die zählen schon als Masche 1. Jetzt brauchen wir 3 linke. 1, 2, 3. So haben wir jetzt hier auch wieder einen Vierer-Step. Jetzt kommen 5 rechte. 1, 2, 3, 4, 5, ein Umschlag und eine rechte. Ja, heute, jetzt gab es ein bisschen mehr zu zählen, aber das geht. So, jetzt wieder alle ganz gemütlich rechts abstricken.
So, damit haben wir die Reihe auch schon fertig. Jetzt haben wir hier ein Loch und hier ein Loch. So, meine Lieben, weiter geht's. Wir sind wieder auf der Musterseite. Die erste Masche wird rechts gestrickt. Ein Umschlag. Jetzt kommen 5 rechte. 1, 2, 3, 4, 5, 4 linke. 1, 2, 3, 4. Ein Umschlag. Die nächsten beiden Maschen stricken wir rechts zusammen. Umschlag. Die nächsten beiden Maschen stricken wir links zusammen. Jetzt kommen 19 linke. Die eine Masche, die wir hier gestrickt haben, zählt schon als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ein Umschlag, die nächsten beiden Maschen rechts zusammen, Umschlag, die nächsten beiden Maschen links zusammen. Zählt schon als Masche 1, 2, 3, 4, alles links. Jetzt 5 rechte. 1, 2, 3, 4, 5, ein Umschlag und eine Masche rechts. So, und jetzt wieder einmal alles rechts abstricken. So, wieder auf der Musterhand angekommen. Die erste Masche rechts, ein Umschlag, jetzt 5 rechte, 2, 3, 4, 5, 4 Maschen links, 1, 2, 3, 4, ein Umschlag. Die nächsten beiden Maschen rechts zusammen. Jetzt 2 Maschen links.
Umschlag, zwei Maschen links zusammen. Das zieht schon als Masche 1. Insgesamt brauchen wir jetzt 17 Maschen, also 1, alles links, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, zwei Maschen links, Umschlag, zwei Maschen links zusammen. Das zählt jetzt schon als Masche 1. Insgesamt brauchen wir 4 linke, 2, 3, 4, 5 rechte, 1, 2, 3, 4, 5, ein Umschlag und die letzte Masche rechts. Ja, und jetzt wieder alle Maschen rechts runter. So sieht es jetzt schon aus. Und so von der anderen Seite. So, wir sind wieder auf der Musterhand. Die erste Masche stricken wir rechts. Ein Umschlag, 5 rechte. 1, 2, 3, 4, 5, 4 linke, 1, 2, 3, 4, ein Umschlag, die nächsten zwei Maschen rechts zusammen, jetzt kommen 4 linke, 1, 2, 3, 4, Umschlag, 2 Maschen links zusammen,
Jetzt kommen 6 linke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umschlag. 2 Maschen links zusammen. Sechs linke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umschlag. 2 Maschen rechts zusammen. 4 linke. 1, 2, 3, 4. Umschlag. 2 Maschen links zusammen. 3 linke. 1, 2, 3. 5 rechte. 1, 2, 3, 4, 5. Umschlag. 1 rechts. Also jetzt hat man schon ein bisschen mehr zu zählen. So, jetzt wieder alle rechts runter. So, meine Lieben, nächste Reihe, die erste Masche rechts, Umschlag, 5 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 4 Maschen links, 1, 2, 3, 4, ein Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen, 6 links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Umschlag, 2 Maschen links zusammen, 4 links, 1, 2, 3, 4, Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen. 2 Maschen links zusammen.
4 links, 1, 2, 3, 4, Umschlag, 2 rechts zusammen, 6 links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Umschlag, 2 links zusammen. Jetzt noch 3 links, 1, 2, 3, 5 rechts, 1, 2, 3, 4, 5, Umschlag und die letzte Masche rechts. So sieht das jetzt bei uns auf der Nadel aus. So, und jetzt werden alle Maschen rechts gestrickt.